Soeben ist sie erschienen, die 10. Ausgabe der Bootleg-Serie, Bootleg Series Volume 10 von Meister Bob Dylan. Ja, und diese Ausgabe ist sicherlich eine nicht ganz unumstrittene Geschichte. Es ist, Another Self-Portrait, basierend auf den Outtakes und den ursprünglichen Sachen eben des ungeliebten Albums Self-Portrait, was wir 1970 bekommen hatten, was für viele Leute ein absoluter Schwachsinn war, was absolut grausam war, irgendwelche Pop-Geschichtchen. Hier legt Dylan einen nach und zeigt einfach mal, was er kann. Ich habe hier so ein klassisches Unboxing. Ich habe hier die Limited Deluxe Edition mit vier Datenträgern. Interessant ist auf jeden Fall, es behandelt eben die Alben 69 bis 71, Outtakes oder nicht veröffentlichte Versionen. Eben von Self-Portrait, was ja eben noch sehr, sehr zwiespältig ist. Und vor allem, was deutlich besser ist, oder was mir deutlich besser gefallen hat, von dem nachfolgenden Album New Morning, was ja doch, ich glaube, ein paar Monate nach Self-Portrait rauskam und deutlich bessere Sachen hatte. Was leider nicht drauf ist, sind diese Bootleg-Aufnahmen von 69 mit George Harrison, wo es ganz, ganz schöne Sachen gibt, wo er beispielsweise auch Yesterday singt. Das ist hier nicht drauf, vielleicht kommt das noch irgendwann. Also die ersten beiden Seiten sind Another Self-Portrait, interessante Aufnahmen wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur ein paar Vorab-Sachen gehört, wie Little Sandy oder Sadie, wunderbar, oder natürlich Pretty Sorrow, was wir vom Video kennen, was auf der Dylan-Webseite auch veröffentlicht wurde. Die Seite 3 dieser Geschichte ist das komplette Isle of Wight Konzert von 69. Das war ja zum Teil schon auf der Self-Portrait drauf, war ja das quasi Comeback von Dylan, als Dylan nach seinem Unfall sich zurückgezogen hat nach Woodstock, die Aufnahmen mit The Band gemacht hat und dann sein erstes Live-Konzert wieder gegeben hat in Großbritannien. George Harrison, John Lennon und andere Beatles waren zu Gast und haben es zugeschaut. Die bisherigen Aufnahmen, die ich von der Self-Portrait kannte, waren schauderhaft. Für mich eine grässliche Aufnahme. Hier ist das komplette Konzert von 69 drauf, remixed und remastered. Also ich bin mal sehr gespannt, was daraus gemacht wurde. Und die vierte CD hier ist eben das originale, die originale Self-Portrait Release von 69, aber auch remastered 2013. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich habe die Schere dabei. Aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Und mache ein klassisches Unboxing. Und mach einfach mal auf. Ups. Plastik weg. Ja, und zieh mal. Das Cover übrigens hat Dylan wieder selber gezeichnet, wie er auch bei Self-Portrait das Cover gezeichnet hat. Ja, wir machen es auf und wir sehen ein ähnliches Cover wie damals bei New Morning. Was ist das Cover von New Morning? Eine schöne Box von Columbia. Legen wir es mal hier auf Seite. Stellen wir es mal hier irgendwo hin. So, wir haben zwei Sachen. Fangen wir einfach mit den CDs an. Gucken wir mal die CDs durch. Hier, ja, in 4 weeks, ich bin gespannt. In 4 weeks, this portrayal will be in 1 million homes. Damals die Werbung zu Self-Portrait, was ja komplett mit den Leuten durchfiel. Ein paar schöne Bilder aus der Zeit. Melody Maker, das waren ja die Sachen von John Wesley Harding. Ja, und dann sehen wir hier Meister Dylan im Landleben, wahrscheinlich in Woodstock. Hier die bekannten Bilder, die wir ja schon lange, lange Zeit kennen. Aber es ist ein sehr, sehr schönes gemachtes Büchlein mit den CDs. Hier mit Johnny Cash, die Cash-Aufnahmen, es gibt ja spezielle Bootlegs mit Cash, sind ja auch fantastisch, muss ich zugeben. Hier Aufnahmen mit The Band und hier ja, Studio-Sessions, ein paar Kinder, ein paar Bilder. Dann war ja dann das völlig katastrophale Dylan-Album, was ja CBS veröffentlicht hat als Rache.
nachdem Dylan ja die Plattenfirma verlassen hat. Schöne Geschichten, sieht gut aus, tolle Tapes-Bilder. Hier genau die Aufnahmen drauf, sehr schön. Das ist was für den Fan in Ruhe, das Konzertbild. Na gut, und da ist die Musik. Musik hier, schön gemacht, jawohl, wie in den alten Dillen. Was haben wir hier noch? Aha, da kommt im Herbst noch was. Ja klar, das ist ja logisch. Das sind die alten Geschichten. Also wie gesagt, hier freue ich mich sehr, sehr stark drauf auf das Konzert. Mal gucken, ob es was ist. Bin sehr angetan vom Design. Die Box war relativ schnell bei Amazon ausverkauft, aber sie wird natürlich wieder nachgelegt, weil CBS sich das nicht entgehen lässt. Das ist was Interessantes. Time Passes Slowly, ein Büchlein, ein relativ dickes Büchlein, was der Edition beiliegt. Und zwar der eben nur der großen Edition, der Deluxe Edition. Und das sind natürlich wunderbare hier Fotografien von John Cohn und anderen Künstlern. Wunderbare Bilder der damaligen Zeit. Dylan auf seiner Farm in Woodstock, oder ich weiß nicht, ob es seine Farm ist, aber auf einer Farm in Woodstock. Seine Kinder, hier das Auto und die ganz vielen klassischen Bilder. Da haben wir extra Fotobücher gekauft früher. Hier, das kennen wir ja auch alle. Hier dieses starke Bild. Also das ist was wirklich für die Fans. Und auch schließlich für die Fans. Kein anderer Normalsterblicher wird sich jeweils ein Dylan-Album kaufen. Das auch noch, ja, in den ersten Kritiken als Self-Portrait katastrophal abgeschnitten hat. Es war ja im Grunde, wenn man es im Nachhinein anhört, der dann doch gar nicht so schlecht. Das war man halt nicht von Dylan gewohnt. Dylan hat sich halt seinen alten Kritikern, den alten Folkies, der alten linken Bewegung abgewandelt und hat im Grunde Massenproduktionen gemacht, Unterhaltungsmedien. Er hat die Musik gemacht, mit der er unter anderem aufgewachsen ist. Später ging es dann natürlich noch viel, viel weiter. Wenn man die Alben wie World Gone Wrong anschaut, merkt man den Blues, wo er herkommt. Aber das ist natürlich viele Geschichten, die er da aufgenommen hat. Bin sehr, sehr gespannt, wie die Aufnahmen sind. Das Booklet hier, dieses Büchlein, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut beim ersten Durchblättern. Muss man sich jetzt in Ruhe angucken, in Ruhe ein bisschen nachlesen, was wo gemacht wurde. Aber das ist auf jeden Fall sicherlich was für die Dylan-Fans. Another Self-Portrait, gerade erschienen, eben bei CBS. Es gibt, glaube ich, auch als Vinyl-Version. Und natürlich, wer sich nur für die Musik interessiert, für die beiden Alben, also für die beiden neuen Alben, gibt es als Zweier- oder als Doppel-CD. Klassisch natürlich auch der Download und sowas. Aber mir ist es wichtig gewesen, eben wegen dem Konzert von Isle of Wight von 69. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt klingt. Also der Nachmittag ist auf jeden Fall geritzt und gehört Meister Dylan. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bin auch sehr gespannt, was als Volume 11 rauskommt. Die Wittmark-Demo-Tapes, die als Neuner rauskamen, haben mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Es gab ein paar Spitzengeschichten von dieser Bootleg-Serie, wie die Rolling Thunder Tour beispielsweise. Oder natürlich auch die großen Geschichten, die Judas-Geschichten, wie wir sie alle kennen. Ich glaube, es gibt noch einige wunderbare Überraschungen. Ich hätte vielleicht gerne was. Ich habe von einer Kanada-Tour in der christlichen Phase ein paar Bootlegs, die hätte ich gerne mal gescheit aufgearbeitet. Das wäre für mich mal eine ganz interessante Variante. Aber ich lasse mich überraschen, was als Volumen 11 rauskommt. Jetzt aber erstmal die Nummer 10 und mein Nachmittag ist geritzt.